So, dann gucken wir uns erstmal das erste hier an. Vom lieben Turk Medic. Oder Medic Turk. So schaut er mich gerade an. Okay, Rocket-Tastatur, die hatte ich, glaube ich, auch gehabt. Großes Mauspad, ich habe jetzt auch so ein großes. Aha, Tastatur, die Hauptsache leuchtet. Drei Monitore sowieso muss. Also zwei Monitore sind muss. Mit einem Monitor brauchst du mir gar nicht ankommen, Alter. Ja, es sind halt drei verschiedene Monitore. Das triggert so ein bisschen, aber ja. So habe ich auch angefangen. Und die Kamera ist auf jeden Fall 240p, aber das ist geil. Das ist geil hier. Für die Akustik schön reingemacht, damit Mama sich nicht aufregt. Die UNO-Karten sind am Start. Die Brille, was ist das? Kann ich nicht zuordnen. Der Würfel, den habe ich niemals verstanden. Ich habe damals bei dem Würfel... aber er hat es tatsächlich auch gemacht. Er hat einfach alle weißen genommen und hat die oben raufgeklebt. Ich habe das auch gemacht. Ich habe die einfach abgenommen und hab die dann so gemacht, dass es einfach gelöst ist. Nice. Aber schönes Setup, Tanztürk. Grüße gehen raus. Türk Medic. Ach so, ich hab Setup und Dings. Oha, sieht her, der reiche Boss. Ich muss mal aufpassen, dass man hier nicht irgendwas Schlimmes sieht. Der reiche Boss, Aaron Daum mit dem MacBook Pro am Start. Das sieht schon schön aus, Alter. Das sieht schon schön aus, muss ich sagen. Da passen schon fast diese klobigen Boxen gar nicht mehr hin. Aber das, Alter, das MacBook, das sieht schon schön aus, Alter. Das sieht schon unglaublich schön aus, dieses Ding, muss ich sagen. Und ich habe eigentlich auch Bock auf sowas irgendwie. Gerade für unterwegs stelle ich mir das sehr schön vor. Und die sind auch einfach sehr viel besser als Windows-Dinger. Das sieht schon schick aus. Aber ansonsten hier mal ein bisschen aufräumen. Aber ich glaube, ich bin der Letzte, der dir das erzählen muss. schick. Aaron, Grüße gehen raus. Ja, genau. Schnell hier Robin. Wahrscheinlich Robin ist. Ich werde nur Bilder angucken, wo Leute mein Dings anhaben. Du brauchst mir jetzt nicht von Google irgendwas schicken und dann so, ey Robin, ey, du hast voll das geile Zimmer, Alter. Das habe ich auch schon fünfmal auf Google Bilder gesehen, Alter. Was soll das denn? Ah, der trägt mich auch. Oh ja, Junge, hast du 32 Zoll Monitor oder was ist daneben, Alter? Schöne Tapete, gefällt mir sehr gut. Riesenbildschirm, die Uhr immer da. Paulaner Spezi, beste. Nicht ohne Grund steht mein Fernseher auf Paulaner Spezi Kisten. Ja, einfach 65 Zoll auf Kisten. Auf Kondensatormikrofon. So muss es sein. Oder auf jeden Fall Mikrofon, Großmembranmikrofon, so nennt man das ja. Guck mal, wie klein die Kamera wirkt, Alter. Junge, was ist das für ein Bildschirm? Das sind ja mindestens 32 Zoll. Und auf dem Zweitbildschirm werde ich geguckt. Alastor, Grüße gehen raus an dich, Mann. Vielen Dank für die Einsendung. Schönes, aufgeräumtes Setup. Schöner Tisch. PC unten am Leuchten. So muss das sein. Und die Hantel für den Flex darf natürlich auch nicht fehlen. Der bescheidene Boss, der im Hintergrund schön die Hantel zeigt für den... Oh. So, was haben wir hier als nächstes? Ja, das sieht auf jeden Fall aus wie kein Google-Setup. Aber er hat nicht mich an. Aber wir zeigen es trotzdem. Das finde ich gemütlich. Außer hier so die Fußballakzente, damit kann ich mich jetzt nicht so identifizieren. Der Kühler für die CPU. Bisschen zu. Oh, das ist aber alles ganz schön knapp bemessen, wenn man hier mal genau hinguckt, oder? Das ist schon ganz schön knapp bemessen, Alter. What the f. Also da war echt nicht mehr viel Platz. Da war auf jeden Fall das Schwitzen angesagt beim Einbauen. Ich kenne das, Alter, wenn du den PC selbst aufbaust und dann siehst du das. Oh, Alter, das ist ja kaum noch Platz nach unten. PC ist offen? Nein, ist doch eine Scheibe vor. Das spiegelt doch hier. Wo soll denn da sonst der Controller? Wo ist denn der PC offen? Warum ist denn hier im PC ein Controller? Willst du mich verarschen? Aber ansonsten chillig. Sieht in Ordnung aus. Und keine Ahnung, wie du es geschafft hast, diesen Teppich so sauber zu halten. Aber da, wo der... Junge, bei mir ist alles... Weil mir stellt... Na gut, ich fress auch. Ich fress auch vom PC. So, da fällt immer mal wieder was runter. Der Untersetzer... Ey, jetzt kein Fußball-Hate hier. Ich meine jetzt generell nicht, dass ich mit dem Verein nichts anfangen kann. Ich kann jetzt mit Fußball nicht so extrem viel anfangen. Ah, das HyperX, die HyperX-Kopfhörer. Ja, Mauspad auch über die ganze Seite gezogen. Zwei Monitore, ja. Wie gesagt, zwei braucht man mindestens. Der Ventilator rettet das natürlich so. Das ist halt das geilste Feeling, Alter. Und denn, man sieht ja auch hier die Dachschräge, man sieht hier auch das Dachfenster. Deswegen kann man davon ausgehen, dass er im Zimmer wahrscheinlich jetzt gerade, je nachdem, wo er wohnt, 500 Grad hat. Das tut mir auf jeden Fall leid. Leo, Grüße gehen raus an dich. Nice, was ist das hier? Guckt er sich einen anderen Stream an? Sein Ernst, er schickt mir ein Bild, wie er sich einen anderen Stream anguckt. Bester Mann. Ey, du, ich wollte dir nur zeigen, ich gucke deinen Stream nicht, aber hier ist mein Setup. Fabian, bester Mann, Grüße gehen raus an dich. Ah, das ist durch die... Das sind zwei gleiche Monitore, oder? Aber das sieht jetzt durch die Kameraperspektive, durch den Weitwinkel so aus, als ob der hier viel größer ist als der.
Oder ist, obwohl, ich bin mir nicht sicher. Verzieht sich das hier auch? Ja, für der Casino-Untersitzer. Nice, nice, nice. Hä, aber das ist ja voll im Mode, dass man so ein Mauspad hat, was so komplett alles ausfüllt. Nicht schlecht. Ansonsten, was sieht man hier noch? Ja, Boxen, dies, das. Direkt am Fenster, das ist natürlich schön. Wenn du direkt dein Setup am Fenster hast, dann kannst du auch immer mal so ein bisschen den Blick auf die Realität werfen. Weißt du, ich habe alles so komplett isoliert. Ich weiß draußen gar nichts. Ich weiß nicht, welche Temperatur draußen ist. Ich weiß es nur, wenn es extrem warm wird in meinem Zimmer. Ich weiß nicht, ob es regnet. Ich weiß nicht, was... Wenn draußen der Weltkrieg ausbrechen würde, ich würde es nicht mitbekommen. Spätestens dann, wenn mein Internet abbricht und ich dann darüber ausraste. Wo ist mein Internet hin? Nö. Aber so ansonsten, annehmliches Setup. Außer, dass du einen anderen Stream guckst. Willst du mich provozieren oder was? So, was haben wir denn hier? Oh, du hast da oben ein Nummernschild. Das ist natürlich, aber das hast du ja wahrscheinlich bewusst gemacht. Oh ja, der Typ ist mir sympathisch. Warum ist er mir... ach so, get on my level. Ja, das ist... Nee, freut mich, dass du Streamer-Kollegen unterstützt. Das freut mich. Scheinbar liebst du dein Auto. Du hast nicht ohne Grund hast du dein Nummernschild hier oben und ein Bild höchstwahrscheinlich von deinem Auto. Sehr schönes Auto. 3-Monitor-Setup. Sehr schön. Sehr clean gehalten durch das Weiße. Der Tisch gefällt mir sehr gut. Ich will nicht wissen, wie der Hall in deinem Raum ist, wenn hier alles verfließt ist. Das ist wieder die andere Sache. Aber an sich macht es einen sehr clean, sauber aufgeräumten Eindruck. Gefällt mir sehr gut. Und die sind an der Halterung dran, die Monitore. Das finde ich sowieso immer sehr schön. Wenn die clean an einer Monitorhalterung dran sind, muah, beste. Igno, Grüße gehen raus an dich. Schön. Nee, gefällt mir. Würde ich auch so akzeptieren. Ich würde jetzt vielleicht... Ja, doch. Get on my level ist. Was sehen wir denn hier? Die NX... die NZXT All-in-One Wasserkühlung sieht man durch die getönten Scheiben. Du hast ein getöntes Case-Gehäuse. Interessant. Auch sehr schön mit... Hä? Wo sind die Kabel? Ach so, du hast hier noch so eine Wand zwischen. Digga, das ist ja krank gemacht. Alter, das ist geil gemacht. Das sieht richtig krank aus. What the f***? Das ist nice gemacht. Also so vom ersten Blick sieht das auch schön aufgeräumt aus. Grüße gehen raus an den... Jetzt wollte ich irgendein Pfanne-Eistee holen, aber ich räume leider zu sehr auf. Aber dafür geht der Booster raus an dich. Den Nobelshare hat er sich auf jeden Fall auch das teureren Gesäßuntersetzer gegönnt. Hier unten sieht man noch irgendeinen Laptop. Hier der fette Subwoofer. Die Switch Docking Station ist auch am Start. Ey, gefällt mir mega. Und hier natürlich der paranoide Boss, wie man ihn nennen würde. Hier schön immer die Klappe vor der Logitech-Kamera, weil man ja nicht weiß, wann man das nächste Mal gehackt wird. Und hier ist noch die alte Grafikkarte schön auf dem Podest gehalten. Ey, gefällt mir gut. Sieht zwar ein bisschen eng aus, muss ich sagen, sieht zwar ein bisschen eingequetscht aus so, aber mit dem Kabelmanagement, das ist krank gemacht. Das ist geil gemacht mit den Monitoren. Das sieht krank aus. So, die sind doch an. Wie funktioniert das da? Sind doch keine Kabel. Das sieht geil aus der Perspektive. Grüße gehen raus an dich. Ui, Memo. Ey, dieser riesen Monitor. What the f***? Hier haben wir wohl einen Soundingenieur am Start. Oh, geil, Mann. Er hat den Stream genauso. Was ist denn das für eine Auflösung? Das sieht ja so groß aus. What the f***? Weißt du, so ein Monitor als Hauptmonitor, das wäre mir viel zu anstrengend. Aber ich hätte den gerne... Wenn man 3 normale Monitore unten hat und den oben über alle 3 Monitore zusammen, das sieht krass aus. Das wäre geil, aber auch als Hauptmonitor, aber der macht eh irgendwas mit Musik, das sieht man hier, glaube ich, schon. Oder? Weiß ich nicht. Ja, wozu braucht man sonst? Ja, keine Ahnung. Ach, wird schon seinen Grund haben. Schöne Boxen hier am Start. Die hat er hier perfekt mit eingebunden. Das sieht sehr schön aus. Und auch ein schön beleuchtetes Mauspad. Ey, ich habe mich damals darüber lustig gemacht, aber ich finde das übel geil. Nein, das ist kein Mischpult. Mann, hier so ein... Interface, irgendwas, mein Gott, kriegt euch ein. Und die Logitech Wireless Maus feiere ich auch übel. Wie gesagt, nie wieder ohne. Ja, der Monitor ist schon krass. Ich habe mir den von Samsung damals auch angeguckt. Grüße gehen raus an, wird mir leider nicht angezeigt, weil irgendwie Dings sich denkt, Bricky, Alter, du hast es auf jeden Fall auf den Punkt gebracht, wie man mich auf jeden Fall antörnt. Indem man einfach noch einen schönen Donut... Also ich habe zwar noch nie so einen Donut gesehen, also sag mir jetzt bitte, der ist selbst gemacht, weil dann verstehe ich's. Aber wenn du den so gekauft hast, dann ist... Das ist ein süßer, unförmiger Donut. Ja, das stimmt. Kauf dir unbedingt einen neuen Monitor. Wenn die Monitore noch so dick sind, die verbrauchen 200 Watt Strom oder so. Das sind aber diese ganz alten, die bestimmt übel viel Strom verbrauchen. Aber hier hat er sich schon den Curved gegönnt. Das ist der Curved, oder? Doch, der ist Curved. 24 Zoll, denke ich. Ja, ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber wenigstens 2 Monitore, das ist wichtig. Und scheinbar sind auch alle Schulaufgaben erledigt. Das ist sehr gut.
So, jetzt gucken wir uns von Aki das Setup an. Ja, ein bisschen unaufgeräumter Tisch. Man sieht hier den PS4-Controller. Hier ist die Fernbedienung für den Fernseher. Junge, ich hab das da. Wer führt es? Ich habe damals immer gezockt und nebenbei lief immer N24 oder irgendwas im Fernsehen lief immer nebenbei. Das war beste Zeit damals gewesen. Ich habe im Hintergrund immer irgendwas angehabt und habe, oh Mann, Junge, das war so krank. Das war so geil damals. Und das fühle ich jetzt hier in dem Bild auch irgendwie. Ja, Tisch ist mir viel zu klein, das wirkt viel zu eingeengt. Da kann man sich nicht wirklich befreien. Aber er hat den Würfel ganz alleine geschafft. Die Rolli ist auch am Start. Und irgendwo hat er auch LEDs. Aber wirkt mir leider ein bisschen zu eingeengt, muss ich leider zugeben. Aber ich glaube, das checkt er auch selber. PSP ist auch noch am Start. PSP war damals krass gewesen, Alter. Ist es eine Frau? Nee, Leon. Ich dachte, ist das jetzt ein weiblicher Zuschauer? Und dann sehe ich hier oben, oh, das ist ja Leon. Nee, wegen der Farbe, ich dachte gerade. Hä, was ist das? Ach so! Hier ist denn ist hier hinter deinem Bett denn, oder was? Oder nee, hier ist die Couch. Verstehe ich nicht. Ich bin überfordert. Aha, hier ein bisschen rumgespielt mit den Tasten. Hast du dir extra Tasten dafür gekauft, damit du hier sowas machen kannst? Krass. Zwei Monitore, wie gesagt. Also zwei Monitore müssen sein. So, wenn du viel Zeit am PC verbringst, zwei Monitore müssen sein, auf jeden Fall. Ansonsten sieht aus nach genug Platz. Hier ist wahrscheinlich Ladegerät noch so, damit man Handy auch immer aufladen kann. Und das ist doch schön hier. Schönes Logitech-Setup. Die Tastatur ohne Numpad sowieso beste. Numpad ist so unnötig geworden, keine Ahnung. Also ich brauche das nicht mehr, außer wenn du irgendwelche Sheets deaktivierst oder sowas in irgendeinem Trainer. Ansonsten, Leon, Grüße gehen raus. Danke für deine Einsendung.